Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Ja, ich kann es irgendwie nicht sein lassen. Dieses Spiel hat mich absolut gefesselt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Ich glaube, ich bin jetzt schon im Part XY und dabei habe ich gerade mal Part 30 hochgeladen oder so. Ne? Müsste sein. Oh, ein schönes Gewand haben wir hier anscheinend gefunden. Und ja, wie gesagt, es fesselt mich einfach, Freunde. Fragt mich bitte nicht warum. Ich finde es halt einfach Wahnsinn. So, guck mal da an. Da haben wir noch ein Spinnilein. Oder wie man auch immer dazu sagen mag. Ja, kommst du hier hoch? Gibt's hier einen Weg hoch, mein dickes Spinnilein? Na? Oder nicht? Ah doch. Guck mal, kurz vor Hops. Oh, da haben wir sogar zwei. Ach, deswegen kommst du nicht hier hoch. Dein Kollege blockiert dich. Ja, das finde ich ja mal super. So. Anderes können wir, glaube ich, mit Einhand und Schild machen. Zack, ein Schwinger. Ja, das neue Schwert finde ich extrem interessant. Gerade weil es da so eine riesige Reichweite hat. So, was habt ihr drauf? Komm mal her. Können wir dich blocken? Können wir. Perfekt. Boah. Schwingen und schwingen und schwingen. Es ist der Hammer. Da ist bestimmt was versteckt. Ja, dachte ich mir doch. Wofür ist denn der Hebel? Wofür ist denn bitte so ein Hebel? Eine große Titanitscherbe. Nice, 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 nice. Zieh mal dran, komm. Genau zuhören. Ach, hier. Ach. Na, dolle. Ach, Mist. Da fängt so ein Müll hier wieder an. Da muss ich ja rüberspringen. Ja, aber vielleicht nicht mit so viel Speed, verdammt. Kann man da nicht irgendwie ganz leicht... Na, ganz leicht rüber? Irgendwie so? Immer diese komischen... Na. Ach komm, das ist doch so ein Krepp, ne? Dass man nicht auch nicht im Stehen springen kann. Einfach mal so rüberhüpfen. Ah, geht nicht. So. Geht doch. Bisschen Schwung. Was haben wir hier Cooles? Zeig her. Ritualband des Sündens. Plus eins. Ein Ring. Ja, wir sind ganz schön schwer beladen, ne? Ach so. Boah, das wiegt 16. Oh, das ist echt böse. Achso, was gibt uns das denn für einen Boni? 150 plus 119. Nicht schlecht, aber wir gehen mal wieder zurück auf unsere Einhand. Jawohl. Und was ist denn das für ein schöner Ring gewesen? Ich meine, wir hatten schon mal so einen Ring. Hier haben wir den Ring der Resistenz. Der gibt uns gegen, ne, steht ja unten dran, Gift, Blutung, Fluch und Versteinerung. Das müssten ja zweimal dieselben sein. Eine Schlange, Dornen... Na, wo ist er? Bist du das? Nee, das ist Lebensversicherung. Na, nu, bist du das hier? Roter... Na, 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 na. Tränenstein, Ring. Hier. Ritualband des Sündens. Alles klar. Erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Gibt er uns jetzt... Ach, guck mal, von 3 auf 5. Das heißt, wir können automatisch 2 Zauber mehr mit reinnehmen. Oh, der Ring ist aber stark. Der Ring ist ja mal der Hammer. Den werden wir mal benutzen, Freunde. Ja, bin ich doch schwer dafür. 2 freie Zauber? Mächtig, mächtig. Nicht schlecht, Herr Specht. So, aber nichtsdestotrotz, wir werden jetzt hier nicht einfach mal eben kurz so abhauen. Wir können hier runterspringen. Aber das ist vielleicht nicht der beste Weg, wie ich das sehe. Oh, was haben wir hier? Ist da ein Item? Ach nee, hier sind wir jetzt. Ach so. Ja, hau da auf rein, ne? Ah, alles klar. Jetzt verstehe ich das erst. Ah, nee, da hinten ist ja noch der Zauberer. Ach, du doofes Etwas. Ist ja der Hammer. So eine Range hat er. Nicht schlecht. Ach, damit kommen wir wahrscheinlich wieder zurück, ne? So wie ich das sehe. So, dann haben wir nämlich hier reingeguckt. Alles klar. So, 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 so. Die Wege offenbaren sich. Ja, und jetzt? Hä? Wir müssen sogar runterspringen, ne? Sehe ich das richtig? Wir müssen runter, wenn wir hier weiter spielen wollen, oder wie? Hier muss doch noch andere Wege geben. Wie komme ich denn da auf die andere Seite hin? Wie komme ich da oben hin? Sind wir echt schon falsch gelaufen? Im Ernst? Wir sind ja hier runtergesprungen, ne? Nee, komm, da ist doch wieder so ein Mistvieh, was auf uns ballert, ne? Ich glaube, wir sind schon ein Ticken zu weit gelaufen. Mist, jetzt sind wir schon runter. Egal. So, was haben wir noch? Wer will?
Wer will, wer hat noch nicht? Oh, oh, das ist nicht gut. Erstmal direkt den hier. So. Blocken, blocken. Ja. Oh. Oh, was ist das denn? Fuck. Shit. Shit, 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 shit. Oh, Freunde, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, oh, oh. Nee, jetzt werden wir wahrscheinlich draufgehen. Nein! Oh mein Gott. Wir sind tot. Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Roll dich mal. Hau mal ab oder so. Ach du Schande. Ach du Schande. Lass mich mal hier rein. Mir egal, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Lauf, lauf, lauf. Nein, das ist eine Sackgasse. Ach verdammt. Trinken. Nein, du triffst uns nicht. So. Was bist du? Oh nein, der hat unseren Schild. Ja, hat er. Hat er, hat er, hat er. So, der haut aber ab. Du aber nicht. Sag mal, bist du eigentlich dolle? Was bist du für ein Idiot hier? Ich glaub's ja nicht. Wir brauchen Ausdauer. Ja, jetzt hat er uns schon wieder hier bekommen, ey. Ist der Hammer, ist das? Nein, jetzt kommt der hier noch rein. Ich glaub's nicht. Ja, das war's. Ah, oh, Gott verdammt, wie fick. Finster Wichser, ey. Ja, und da kommen wieder die ganzen tollen Sprüche, oder, Freunde? Das sind auch Wichsfrösche, sind das. Aber richtige, sag ich euch. So. Und jetzt kommen wir hier oben raus. Ist klar. Verdammt. Ich hasse es. Ich will die Menschlichkeit behalten. Ach, wie ärgerlich ist denn das, ey. Können wir den ganzen Weg nochmal laufen, ne? Hammer. Hammerhart. Echt. Ich spinne direkt mal hier eliminieren. Die ganzen Drecks. Blödmann, Zauberer. Oh, da flippe ich ja aus, ne? Und dabei stand... Das werde ich mir angucken in meinem eigenen Video, ob da dran stand, dass wir von irgendeinem Finstergeist überfallen werden oder so. Ja, mal der Hammer hier. Wie sauer wäre ich da. Richtig sauer. So, du kriegst einen reinhauen. Vogel. Kannst du ruhig zaubern. So, mal eben kurz abwarten. Zack, zack, zack. So, und jetzt da. Jawohl, sehr schön. So, klappt doch wunderbar. Jetzt ist die Frage, welchen Weg gehen wir denn jetzt nochmal? Wir können ja... Ist das richtig? Ja, ne? Ja, wir müssen ja nicht nach da, wir müssen da weiter nach links, alles klar. Können wir ja eigentlich nochmal den Weg hier gehen. Ach so. Ach, komm, weißt du was? Gammel doch da unten rum, ist mir egal. Ah, Mist, 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 Mist. So, mal eben hier geschnetzelt. Hier war der Weg, genau. So, dann müssen wir schön vorsichtig sein. Wir kommen nicht hier tässliche Fieder. Und ich höre da was glitzern. Jetzt mal ohne Witz, Freunde. Hört ihr das? Ich weiß nicht, wo es ist. Wir gehen mal einen Schritt zurück hier. Ich werde den mal hier reinziehen. So gut es mir halt immer möglich ist. Genau, dreh dich mal um. Hässliche Kreatur. So, dann komm mal hier rein. Dann kann ich mich nämlich in Ruhe umgucken. So. Die Spinnen können einen echt anfallen, ne? Das war der Hammer. Was habe ich mich erschrocken? Oh, der hat was fallen gelassen. Eine große Titanitscherbe, nice. So, wo direkt um die Ecke. Hammerhart. Hammerhart. Da müssen wir mal gucken. Nein! Ah, ja, das war Ultra-Fail. Okay, direkt um die Ecke. Da haben wir schon zwei hier. Das ist ja nicht schlecht. Ich dachte, mit dem Blitzspeer könnten wir den so ein bisschen eliminieren. So, wo kam der Finsterfuzzi eigentlich her? So, wir sind hier runtergesprungen, ne? Wir sind hier runtergesprungen. Da oben kommt man, kam man nicht raus, ne? Nee. Ja, wir sind hier runtergesprungen. Dann wollen wir auch hier mal runterspringen. So. Der gute Blitzspeer, große Heilung. Können wir direkt mal beibehalten. Achso, die waren ja hier zu dritt, ne? War das so. Die fiesen, komischen Kreaturen, whatever. Ja, Freunde, müssen wir halt mal aufpassen. Ich bin echt mal gespannt, ob wir den mal treffen wollten. Diesen finster, finster Geist. Ich weiß gar nicht mehr, wo sind wir gestorben? Da hinten im Gang, ne? War das doch. Müsste es gewesen sein. Da unten irgendwo. Da müssen unsere Seelen drin sein. Zumindest glaube ich das halt mal. So, was hast du Schönes dabei? Ah, jetzt hat er so eine Hose dabei. Erst ein Gewand, dann eine schicke Hose. Na los, komm her. Ja, hast du wieder schön gemacht, mein Freund. Ach du meine Güte. Die halten echt was aus, ne? Muss man den ja schon lassen.
So, jetzt sind wir hier. Ach, da hinten ist ja der Zauberer, ne? Ja, genau. Der schießt jetzt wieder auf uns. Nee, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Können wir direkt wieder umdrehen. Oh, das war der letzte. Nicht schlecht. Das war wirklich der letzte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Trifft er uns von hier? Nee, ne? So, guck mal an. Da unten. Da haben wir nämlich so ein... Na, kommst du raus? Komm mal raus da. Du hässliches Etwas da. Ja, da kannst du spucken. Reicht uns das? Nee, ne? Nee. So, wo kam denn der Finstergeist her, verdammt? Das ist doch der Hammer. Da hinten stehen auch noch welche drauf. So, was ist denn? Nee, jetzt bin ich direkt wieder runtergefallen, ne? Ich hab Angst, Mama. Guck mal hier. Gehen wir mal einfach die Tür hier rein, oder? Klingt doch super. Bevor der Finsterfutzi da wieder kommt. Ja, Spinnen, hi. So, Nummer 1. Ach, wie sie uns treffen, ne? Mal eben kurz hier einen Trank nehmen. Ja, dann kommt mal rein. Wenn nämlich der Finstergeist kommt, will ich keine Probleme haben mit euch. Ja, komm, lass knacken. Ich weiß nicht, was du machst. Ist mir egal. Stör. So. Können wir die Tür eigentlich wieder zumachen? Schließen. Ja. Danke. Wunderbar. Können wir uns hier nämlich mal in aller Ruhe umgucken. Ich hoffe, hier gibt es keine bösen Überraschungen oder all so ein Kram. Wo sind wir jetzt hier? Hallo? Eigentlich kannst du auch die ganze Zeit an die Decke gucken, ne? Mal eben kurz hier ein bisschen Schnetzel. Nee. Da, ich hab's gehört. Irgendwas war da wieder. Das ist eine Nachricht. Nachricht lesen. Scheinbare Wand voraus. Klar, ihr seid doch solche Idioten. Öffnen. Wo sind wir jetzt hier? Och, cool. Hi. Oh, guck mal hier. Gegenstand aufnehmen. Eine große Titanitschärfe. Wunderbar. Da unten ist er. Wo? Oh, da. Ich hab ihn gesehen. Da ist er. Da ist er doch. Da ist er doch. Du fieses Etwas. So, jetzt hier. Friss Pfeil. Sehr schön. Na, wie gefällt dir das? Mit den Pfeilen, mein Freund. Das ist irgendwie wenig auszusetzen, ne? So wie es aussieht. Oh, da hängt er jetzt da unten. Oh, wie süß. Na, kann ich davon jetzt keinen anvisieren und gleich rutsche ich runter, ne? Dann kriege ich wieder auf den Sack. Ne, es geht... Oh, ich glaube, der kommt hoch, ne? Der kommt hoch? Kommst du hoch? Komm hoch. Komm schon. Bist du so schlau? Na klar, da weißt du, wie der Türen öffnet, oder? Ja, sei ich doch, da bist du. Hallo? So, erzähl, wie geht's dir denn so, mein Freund? Mit deiner komischen dicken Axt da. Ja, jetzt sind wir mal dran. Soll ich dir erstmal so böse einen mitgeben, mein Freund? Aber die halten schon echt was aus, ne? Muss man ja ehrlich zugeben. Oh, das ist nicht gut. Ja, war ja klar. Ja, komm. Die schnetzeln dann halt einfach nieder. Und die lassen auch nie irgendwas fallen, ne? Ich frag mich echt, wofür die da sind. Ohne Witz. So. Die größte Gefahr ist schon mal gebannt. Finde ich gut. Jetzt hatten wir natürlich... Nee, der nicht. Den da. Der... Was hast du denn gemacht? Los, kill ihn. Nee, nicht da rein. Oh, Versteinerung. Alles klar, das sind die Versteinerungstypen. Eieiei, jetzt gucken wir uns erstmal hier in Ruhe um. Ja, ja, ja. Warte, schnitzel das mal hier weg. Ich weiß gar nicht, hilft gegen die Spinnen eigentlich. Ist das nicht besser, wenn man... Kam hier nicht eigentlich noch Spinnen daher? Nee, ne? So, haben unsere Seelen eingesammelt? Ich glaube nicht, ne? Nee, hier sind sie. Alles klar. So, jetzt wären wir nämlich den Weg hergekommen. Gut, alles klar. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Hilft gegen Spinnen eigentlich das Schreibkolben, wollte ich fragen. Hier haben wir auch noch eine Tür. Öffnen. Zu schwer zum Öffnen. Da kommt Sand raus. Blitzspeer haben wir nicht mehr. Kann man das irgendwie kaputt machen? Warte mal. Mama Blitz hier. Blitze. Wird so und so nix. Okay, zu schwer zum Öffnen. Ah ja, die wackelt. Die wackelt. Oh, oh Schande. Aua. Ich hab ja gesagt, da kommt Sand raus. War doch klar. Zu schwer zum Öffnen. Wo sind wir hier jetzt Schönes? Noch eine Tür. Wieder zu schwer zu öffnen, ne? Nanu? Tür und noch eine Tür. Klasse, öffnen.
Wir haben den Höhlenschlüssel benutzt, den wir von Creighton bekommen haben. Ach, wie cool ist das denn? Was haben wir hier Schönes? Oh, bitte keine Fresstruhe oder so ein Kram. Nee, gar nichts. Und gravierte Stulpen. Was haben wir hier Schönes? Öffnen. Oh Gott, nein, ich wollte die Nachricht lesen. Da ist eine Falle drin. Ja, ich wusste es. Lauf, Forrest, lauf. Oh, aua. I'll leave a nasty scar. Hör mal, du Sack. Das war er, ne? Er gibt eine hässliche Narbe. Ich glaub's ja nicht. Nee, warte mal. Ich trink mal vorsichtshalber. Nicht, dass der uns so in den Rücken fallen will. Gegenstand aufheben. Rostige Münze plus 10. Ja, nicht schlecht. Immerhin. Immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. Ah, wir haben besondere Stulpen gefunden. Besondere Handschuhe. Lass mal eben kurz gucken. Wie hießen die nochmal? Lalalala. Müssen wir natürlich mal eben kurz nachgucken. Geht ja nicht anders. Gravierte Stulpen, da sind sie doch. Ja, nicht besonders dolle, ne? Was haben die denn? Den Effekt geringe Chance, dass normale Angriffe zu kritischen Treffern werden. Nice. Mit einer seltsamen Inschrift versehene Steinschulpen bringen dem Träger angeblich Glück. Und noch Glück wäre cool. Der wohlhabende Händler Fiorenza suchte ein ganzes Leben lang nach diesen seltenen und kostbaren Stulpen, doch letztlich war nicht er es, der sie fand. Tja, der Arme. Aber. Unbedingt schlecht klingt das jetzt nicht, ne? Eins werden wir auf jeden Fall mal eben hier kurz noch machen. Und zwar möchte ich, dass wir den Steinring anziehen. Dann sind wir immer noch zu schwer. Oh, was ärgert mich das mit dieser Schwere hier immer? Wechsel mal hier auf die heiligen Hosen. So. Steinring, genau so. So können wir weiterlaufen. Wir müssen so und so erstmal ans Feuer. So, was haben wir hier noch Schönes? Versteckte Wand voraus, pass auf. Hier ist gar nichts ist hier. Nachricht lesen, Lügner voraus, war ja klar. So, und da geht's weiter. Guck mal, da oben hängen sie, die Schweine. Das sieht aber cool aus hier. Das sieht richtig nice aus. Ich glaube, wenn man in die Dornen reinfällt, ist man hops, kann das sein? Na, erstmal kommt ihr runter. Wenn sie runterkommen können. Ah ja, okay, sie kommen wirklich runter. Dann kommt man her. So, wunderbar. Und noch einen. Wollte der gerade rennen oder was hat der ja vor? Ich weiß ja nicht. So, dich da oben auch noch. Komm schon, komm schon. Aber schon eklig, ne? Muss man ja ehrlich zugeben. Ach, guck mal hier. Man bekommt Schaden. Ja, der bekommt Schaden beim Durchlaufen. Na, immerhin. Meine Punkte, meine Punkte. Aber sieht schon jeck aus. Jetzt waren wir da oben in der Kapelle drin, sind den ganzen Weg herumgelaufen und da ganz oben sind wir vorher entlang gelaufen. Also das Level-Design gefällt mir erstaunlich gut, muss ich ehrlich zugeben. Eine große Titanitscherbe. Eine schöne Sache. Wir müssen auf jeden Fall unsere Waffen upgraden, weil ich glaube, wir haben wieder genug Materialien. Ich gucke gerade ein bisschen nach versteckte Wände. Mit Pfeil und Bogen schießt da rein. Interessant. Jo. 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 Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist doch mal richtig... Das ist doch mal richtig fies, oder? So. Ist doch der Hammer, ey. So. Spinnies. Da hängen sie da mit ihrem Faden, ey. Ey, das Spiel ist der Hammer. Und bestimmt wären wir jetzt da drunter hergelaufen oder so, wären die gekommen. Habe ich recht? So, haben wir hier auch noch eine über mir? Nee. Naja, ich traue hier... Dem Spiel traue ich alles zu, Freunde. Echt. Ohne Witz, dem Spiel traue ich alles zu. Gib mir mal das Item hier. Hau ab hier. Was haben wir denn hier Schönes? Goldhart Seele eines Helden. Oh, nice. Das ist ja mal cool. Öffnen. Verschlossen? What? Warum denn verschlossen? Ja, war nicht gut. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Die Hinweise will ich jetzt nicht haben. Komm, ziehen. Von rechts nach links. Was haben wir hier Schönes? Eine Item. Sehr schön. Heimatknochen dreimal. Und dabei haben wir uns sogar noch welche gekauft. Ist ja unverschämt. Ziehen. Und immer wieder dieses Spinnensymbol, ne? Ach, sieh an. Hallo, mein Freund. Dann komm mal raus. Hast du gar keinen Bock drauf, ne?
Du bist so lahm, ne? Weißt du das eigentlich? So ein Lama. Wir müssen aufpassen. Ja, was heißt aufpassen? Wir sind gerade mal unter die Hälfte gekommen unserer maximalen Pfeile. Genau, geh doch zu Boden. So. Läuft ja richtig gut. So, hochklettern. Der einzige Weg, den wir haben. Oh. Was haben wir hier jetzt Schönes? Nachricht lesen. Vorsicht vor Feind und dann Boss voraus. Oh ja. Oh ja. Es kommt ein Boss. Danach habe ich mich gesehnt. Ein Boss, ein Boss, ein Boss. Bei so vielen Spinnenweben, Freunde. Oder Spinnennetzen, wie man es halt letzten Endes sagen möchte, bin ich doch fest davon überzeugt, dass wir hier Spinnen haben. Und da hängt die erste. Das ist der Hammer. Echt. Das ist so absolut cool gemacht, ne? Stehe ich total drauf. Haben sie richtig stark gemacht. Richtig stark gemacht. Na? Klebt sonst nur irgendwo eine, die wir sehen? Bis jetzt ja nicht, ne? Oben an der Decke oder sowas? Ich traue dem Braten nicht. Und zwar mal überhaupt gar nicht hier. Man hört die auch nicht, ne? Das sind halt lautlose Jäger. Wahnsinn. Ich hoffe, dass es nicht allzu dunkel ist. Nee, ein schönes Item. Nö, ne? Leider nicht. Leider, leider nicht. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Wir sind definitiv mehr Spinnen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Guck mal, wie viele Leute hier gestorben sind. Hammer. Was hat er denn gemacht? Der ist hier runtergegangen? Oh, der ist runtergesprungen. Oh, ich hab's ja gehört. Ich hab was gehört. Oh, 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 oh. Ach nee, das ist das Netz, ne? Worauf wir laufen. Kommt ihr Spinnis, zeigt euch. Ich trau euch nicht. Spinnenviecher hier. Aber wir kleben zum Glück nicht am Netz. Doch, da oben habe ich sie gesehen. Ich habe sie gesehen, im Augenwinkel. Im Augenwinkel. Es ist so cool gemacht. Richtig cool. Immerhin mit einem Schuss sind sie kaputt. Das finde ich richtig gut. Kannst du überall nachgucken, halt. So richtig 3D-mäßig. Eine Fackel. Oh, nicht, dass wir beim Boss eine Fackel mal brauchen oder so, ne, Freunde? So, hier noch ein Spinni. Geil. Habe ich ein Item leuchten gesehen. Schon wieder ein Pharos, ne? Es ist hammerhart. Spinni, Spinni, da unten ist der Nebel. Aber, Freunde, ich muss leider dazu sagen, wir sind leider wirklich schon in der Zeit. Deswegen verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Angst vor Spinnen und sehen uns das nächste Mal wieder beim Endboss.